Moin, moin und herzlich willkommen zurück im Bosskampf gegen den Avimanda, genau. Konsan 2, vergessen die Epoche. Ich scheine recht behalten zu haben. Jedes Mal, wenn es im Spiel irgendwelche Slowdowns gibt, scheint mir sich mir der Ingame-Sound wieder zu verschieben. Das hasse ich, aber ich weiß leider immer einfach noch nicht, was ich dagegen tun kann. Also, muss ich und ihr mitleben. Also gut, mindestens einen muss ich noch. Einen Djinn muss ich noch rufen, dann kann ich wieder die krassen Beschwörungen machen. Machen wir doch hier erstmal Geleit. Du hast noch Maß, der wird ziemlich viel Angriff machen. Nee, ist nicht Maß, aber also, der füllt HP wieder auf. Ja. Das nochmal für Felix oder was ist noch? PP auf. Ja, nimmst du Odem. Du hast noch. Blende, senkt Verteidigung. Gut, KP auch, ne? Machst du das mal für Jenna? Dass die möglichst voll sind. Dann kommt in der nächsten Runde eine Runde krasse Beschwörungen. Kanone war das, genau, nicht Maß. Angriff mit der Kraft des Maß, ja, ist ja alles dasselbe, ne? Geleit, jetzt habe ich gerade selbst nicht genau hingeguckt. Da müssten jetzt gerade Jenna und Felix zusammen angegriffen haben. Was ich persönlich eine sehr geile Sache finde, weil das sind halt dann so Angriffe, die sind echt sehr, sehr stark. Gut, und die Beschwörungen sind bereit. Und, oh, Odysseus, stimmt, die könnte ich auch beschwören, sogar zweimal. Ureas dürfte aber eigentlich stärker sein, oder? Ich weiß nicht, weil der ist ja halb und halb. Also Felix beschwört Gericht. Würde ich sagen, du beschwörst Odysseus. Ich guck mal, wie viel Schaden er macht. Quatsch, du beschwörst nicht Odysseus, denn du solltest vielleicht lieber mal. Scheiße. Okay, alles zurück. Du machst Segnung auf dich selbst. Du beschwörst Odysseus. Du benutzt ein Item. Ah, komm, ich mach das jetzt. Ja, ist gerade blöd, weil ich würde mich jetzt gerne heilen, aber ich habe natürlich für die ganzen Djinns von Jenna weggenommen, was bedeutet, sie hat jetzt wieder ihre Aura verlernt. Ah, Mist, das vergesse ich mal. Es ist gerade in dem Bosskampf jetzt wirklich dumm, das zu machen, weil die Djinns eh nicht viel bringen. Gericht Odysseus. Du benutzt jetzt einen Nebeltrank, das ist zwar schon fast verschwendet, weil ich auch gar nicht so viel davon habe, glaube ich, allerdings kenne ich mich und... Ach, ich habe sogar nur einen davon. Na egal. Ansonsten benutze ich den Nebeltrank nie, ich kenne mich. Ich behalte ihn ja bis zum letzten Bosskampf und benutze sie da auch nicht. Ich kenne mich, das wird nichts. Und du beschwörst auch nochmal Odysseus. So. Nebeltank als erstes, dann sind beide wieder voll. Dann Odysseus. Ja, macht aber nicht sehr effektiven Schaden, weil wahrscheinlich Feuer drin steckt. Der wurde aber trotzdem 400, das ist okay. Gericht macht 700. Okay, ich beschwöre dann doch lieber wieder Boreas, glaube ich. Zwei Odysseus. Ach gut, ne, bringt leider doch nicht ganz so viel. Schade. Oh Gott, man nimmt ein bisschen sehr viel Schaden. Jetzt haben sie natürlich unsere Werte wieder zurückgesetzt. Sehr ungünstig. Ich würde sagen, Ragnarök. Du, was kannst du machen? Das ist kein Angriff. Das bringt uns auch nicht wirklich viel. Ja, Jenna hat jetzt das Problem, sie kann nicht so viel machen. Attacke. Du beschwörst mal Thor und Aaron. Ich würde sagen, du als Cosman, jetzt besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie das gar nicht überlebt. Ich bräuchte Umbra wieder, den kriege ich aber erst in der nächsten Runde. Ich versuch's mal, auch wenn es echt riskant ist, mit dem tiefen Gebet Cosma zu heilen. Es kann sein, dass sie jetzt vorher schon drauf geht, aber zumindest hat sie Thor noch beschworen. Das ist dann, ja, zumindest hat sie nochmal fett Schaden reingedrückt. Das ist zumindest etwas. So, Angriff erhöhen mache ich jetzt doch, weil Jenna wird dann gleich lieber einfach mit normalen Angriffen draufknüppeln. Das dürfte mehr bringen bei ihr. Ach, und Aaron ist schneller als der Gegner. Okay, das hatte ich jetzt gesehen. Das ist gut. Alter, der macht vielleicht viel Schaden. So, sehr schön.
Dann benutzen wir die Jinx dort direkt wieder. Erstmal Ferrum, unsere Verteidigung wieder erhöhen. Kohle uns schneller machen. Ach stimmt, wir waren ja noch schneller, ja. Du machst direkt wieder... Blitz hättest du vorher gemacht. Und du machst jetzt... Lichtplasma? Geil, wann haben wir das denn gelernt? Die zweite Form von Plasma habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, mache ich erstmal. Und du beschwörst auf jeden Fall erstmal Umbra. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Jenna, Jinx. Jenna, Jinx. Cool. Ich könnte dich jetzt auch mit Spahn wieder verbinden. Wobei, wir brauchen die Geschwindigkeit. Ja, doch, auf jeden Fall. Lichtplasma. Weil ich die Animation sehen will, die ist geil. Du machst Umbra. Ich könnte natürlich versuchen, möglichst schnell wieder die Aura Synergie zu kriegen. Allerdings weiß ich halt nicht, wie viel Jinx ich dafür brauche. Und ich brauche die Geschwindigkeit einfach, um den Gegner besser zu treffen. Und solange ich jetzt eine Runde zumindest Umbra habe, ne? Ferrum, Verteidigung erhöht sich. Wobei ich ja, glaube ich, echt den Widerstand hier bräuchte, ne? Sternmine, ja, das dürfte... Ja gut, bei Umbra macht das auch nicht viel Schaden, klar. Ah, jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Ey, ich weiß nämlich nicht, wie lange es jetzt dauert, um den Down zu kriegen. Was habe ich denn? Ich habe hier Blüte. Könnte ich Felix zum Beispiel mit heilen? Jenna hat keinen Jinx zum Heilen. Das bedeutet sie... Ah, Blüte halt alle. Sehr gut, dann kann ich das auch so machen. Du holst dir Spahn zurück. Ich brauche die Aura, die Heilaura. Du machst... Blitz, ja, doch. Oder was bringt das überhaupt? Besänftigt Gegner. Ich weiß gar nicht, was das macht. Das ist einer von den Jinx, die ich glaube ich auch eigentlich nie benutze. Verteidigung. Erhöht elementaren Widerstand, mache ich erstmal. So, du holst den Jinx zurück, du heilst. Bitte lass es viel sein. Das könnte sogar nicht genug sein. Widerstand erhöhen. Also, es könnte echt sein, dass es Cosmam jetzt drauf geht zumindest. Jinx sollte es ja überleben. Ja, ich glaube, das war's für Cosma. Nein, nein, sie lebt noch. Okay. Ich hätte glatt gedacht, dass es schon reichen könnte. Aber gut, sie ist doch ein bisschen widerstandsfähiger, als ich dachte. So. Entzieht KP. Ja. Langsam Gegner. Ich mach mal Echo. Angriff mit Doppelhieb. Er sollte gar nicht mehr so viel aushalten. Und ja, du hast die Heilaura wieder. Mach ich direkt jetzt mal. Was war das nochmal? Vergiftet Gegner. Dunst ist der, den ich jetzt gebrauchen könnte. Ja, scheiße, kriege ich jetzt in der nächsten Runde wieder. Hast du lieber nochmal ein Lichtplasma? Schön Schaden machen. Und Aaron, ja, bei dir war Umbra jetzt nützlich. Stark ergibt, der die Verteidigung sind. Okay, ich habe jetzt natürlich, ich weiß A nicht, wie viel HP der Gegner hat und B weiß nicht, wie viel ich mir jetzt schon abgezogen habe. Ich habe jetzt eine Idee, die hoffentlich funktioniert. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1, er geht in dieser Runde drauf. Möglichkeit 2, ich habe einen neuen Plan. Ich hatte sogar einen. Okay, okay. Hat funktioniert. Mein Salamander, du hast meinen Salamander geschlagen. Oh, er ist explodiert. Das wollte ich jetzt nicht. Ich dachte, er sei unbesiegbar. Wie konnte das geschehen? Ihr habt ihr das geschafft? Was seid ihr? Wir sind dein Schlimmster. Nein, Albtraum nicht. Wir sind einfach nur scheiße stark. Großmutter, was geht hier vor? Ich dachte, du wolltest mich beschützen. Was soll das heißen? Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Großmutter, er wird mich von hier fortbringen. Er ist ein ganz böser Kerl. Ja, Briggs. Schieb's auf uns. Du musst etwas unternehmen. Wie zum Beispiel was trinken. Es gibt immer so Stimmen, da frage ich mich am Ende, warum habe ich das jetzt gemacht? Das ist scheiße. Es tut mir leid, Briggs, aber du musst wohl selbst gegen ihn antreten. Das wäre sogar ganz lustig, weil wir würden Briggs wahrscheinlich in einer Runde down kriegen mittlerweile. Na, in zwei. Was? Du hast mich gehört. Ich kann dich nicht ständig verhätscheln. Das musst du selbst durchstehen.
Aber Großmutter, sieh ihn dir doch mal an. Ich meine, sieh doch, wozu er in der Lage ist. Ich weiß, mein Kleiner, aber ich kann dir nicht mehr helfen. Du willst doch nicht, dass er dich von hier fortbringt. Aber was wird aus dem armen, kleinen, süßen, niedlichen, frechen, bedauernswerten, entzückenden, lieben, guten, anbetungswürdigen, netten, knuddeligen Eoleo? Too much Adjektive. Also gut. Verzeihung bitte. Hier scheint wohl ein kleines Missverständnis vorzuliegen. Das sagen wir jetzt, nachdem wir den Salamander verprügelt haben. Ja, es gefällt mir nicht, dass wir von einem Piraten als die Bösen hingestellt werden. Pirat? Mein Briggs? Er hat in Hafra ein Schiff gestohlen und ist dort aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ein Schiff, das wir geholfen haben zu reparieren. Briggs, ist das wahr? Aber Großmutter, Sie... Wir sollten erwähnen, dass wir nicht gekommen sind, um Briggs nach Hafra zurückzubringen. Dann steht nun also fest, dass wir nicht die Laufbursche des Bürgermeisters sind. Graydon, hast du jetzt also nur für eine Sekunde gedacht, ich könnte über so was Dummes nachdenken? Natürlich steht das fest. Gut, der habgierige Windbeutel kann seine Drecksarbeit selber erledigen. Briggs, Piraterie, warum? Damit wir im Kreis rennen können. Großmutter, ist es nicht so, wie du denkst? Diese Leute, sie... Briggs, sei schön still. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Die Juwelen, das Essen, deine lange Abwesenheit. Was meinst du? Was ergibt einen Sinn? Sie sagen die Wahrheit und du, Briggs, du hast mich die ganze Zeit über belogen. Du glaubst diesen Fremden mehr als deinem eigenen Enkelsohn? Du hast es erfasst. Ich hätte es besser wissen müssen, du Schurke. Er hat es doch nur für Jumper getan. Ach du, guten Tag. Jaoja, genau. Du bist gekommen. Ich hörte, dass Felix hier aufgetaucht ist und nach dir gesucht hat. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich wollte ihm doch nur sagen, dass der Bürgermeister von Hafra ein Arschloch ist. Warum auch immer ich ihm das sagen wollte. Was meinst du damit? Er hätte es nur für Jumper getan. All die Lebensmittel gestohlene Waren? Nein, wir haben für alles bezahlt, was wir mitgebracht haben. Aber für den Transport habt ihr ein Boot gestohlen, oder? Naja, das hat er ja wirklich bezahlt. Großmutter, wir haben diese Juwelen selbst gefunden. Und was das Schiff betrifft, dafür haben wir in Al-Hafra ausreichend bezahlt. Oder etwa nicht? Ich weiß nicht wie viel, aber so geldgeil wie der Bürgermeister ist, war es für ihn wahrscheinlich nicht genug und für jeden anderen Menschen doch. Deine Geschichte klingt durchaus glaubwürdig. Hoffe ich mal. Vielen Dank, Felix. Deine Ehrlichkeit spricht für dich. Wir waren für kurze Zeit Piraten, bis wir diese Juwelen gefunden haben. Ich glaube, ich weiß sogar, wo sie die gefunden haben. Das ist nämlich eine Insel, da kommen wir auch nochmal hin. Aber wenn wir nicht gewesen wären, hätte Jumper ein jähes Ende gefunden. Das ist aber keine Entschuldigung für einen Akt der Piraterie. Ey, wir haben es ja nicht des Geldes wegen getan. Wir wollten nur Jumper retten. Die Juwelen, die wir gefunden haben, sind sehr wertvoll. Wir hatten vor, jede Stadt zu entschädigen, von der wir geborgt haben. Ja. Ist das nicht die Wahrheit? Was ist los mit dir? Auf dem Boot hast du gesagt, dass wir jede Stadt entschädigen würden. Ach so, das... Du hast recht. Wir sollten wirklich wieder gut machen, was wir getan haben. Das ist die Wahrheit, Großmutter. Kannst du es übers Herz bringen, deinem einzigen Enkel nicht zu verzeihen? Schon gut. Ich bin zu alt, um noch solchen Groll zu hegen. Aber was ist mit Felix? Was meinst du, Felix? Kannst du meinem Mann jemals verzeihen? Och ja... Wir haben zwei schöne Kämpfe mit ihm bestritten. zwei, leider. Ich stimme dir zu, Felix. Wenn jede Stadt zurückhält, was von ihr gestohlen wurde, sehe ich keinen Grund zur Beschwerde. Hast du es gehört? Auch sie verzeihen dir. Das heißt, du kannst Eoleo zurücklassen, ohne dir Sorgen um ihn zu machen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weißt du, du wirkst schon ein wenig befremdlich. Oh, wirklich?
Du hast dich doch nicht etwa erkältet, oder? Hast du vielleicht Fieber? Was redest du denn da? Nein, ich bin mir sicher. Du glühst ja regelrecht. Leg dich bis hin, bevor es schlimmer wird. Wir stehen hier neben einem Schmiedofen. Natürlich ist es da warm. Siehst du besorgt um mich? Ab ins Bett, aber schnell. Du musst dich unbedingt ausruhen. Oh meine Güte, du willst sie doch nicht anstecken, oder? Jetzt komm schon. Okay. Also, was führt euch nach Champa? Briggs? Wenn ich es recht verstanden habe, seid ihr nicht hier, um Briggs gefangen zu nehmen. Nein, aber ich wollte die Erfahrungspunkte von deinem Salamander haben. Ach ja, noch einmal jung und unbesonnen sein. Solltet ihr mich wegen etwas zur Rate ziehen wollen, könnt ihr mich jederzeit besuchen. So, und wir haben gerade vor dem Bosskampf, gerade, das war beim letzten Mal trotzdem, vor dem Bosskampf erfahren, dass das hier ein Schmiedofen ist. Denn ja, die alte Frau hier ist Schmied. Schmiedin, ich weiß nicht, gibt es davon eine weibliche Form? Tja. Jedenfalls, sie, wir haben ja immer gehört, Sonnenschein, der Typ in Yalam wäre der beste Schmied ever. Und, naja, es gibt auch eine Sache, die er nicht für uns kann. Das kann sie. Das sieht wie eine Waffe aus. Scheint mir ein Teil eines Dreizacks zu sein, aber offensichtlich ist es nur ein Drittel des gesamten Stücks. Kann es denn wirklich sein? Ist dies der legendäre Dreizack von Ankol? Ich werde dies für euch in Verwahrung nehmen. In diesem Zustand kann es euch nichts nützen und hier bei mir ist es in Sicherheit. Ihr scheint mir nicht zu trauen. Glaubt ihr, ich will euch übervorteilen? Nö, passt schon. Ah, das ist ja lieb, also macht euch keine Sorgen. Wenn ihr mir die anderen beiden Teile bringt, werde ich sie gerne für euch wieder zusammenfügen. Genau, denn wir haben dann noch ein zweites Stückchen. Du hast also auch den zweiten Teil gefunden. Hervorragend. Ich werde auch diesen in Verwahrung nehmen. Ja, komm. Hier, da ist der dritte. Gut gemacht, ihr habt alle drei Teile des Dreizacks gefunden. Das bedeutet, ich kann endlich mit der Arbeit am legendären Dreizack von Ankol beginnen. Wollen wir die drei Teile dann dem Feuer übergeben? Jo. Überlass das nur mir. Herz der Erde, Zorn des Schmiedefeuers, gewährt mir eure Kraft. Flup. 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 okay. Merkwürdig ist es nichts geschehen. Da geht's ganz schön weit runter. Und da ist ganz schön warm. Was geht hier vor? Irgendwas geschieht. Ist das der legendäre Dreizack? Ja, sieht's aus. Nach all diesen Jahren ist der Dreizack wieder erwacht. Aber warum schwebt er? Und warum fällt er nicht in das scheiß Loch runter? Egal, der Dreizack wurde repariert. Er gehört jetzt dir, Felix. Nutze ihn weise. Aber ich komm nicht ran. Oh, ja. Man muss auch hier drauf kommen. Ist ein Kreis, da muss man eine Tülle einsetzen. Da habe ich mir beim ersten Mal auch gedacht, was soll ich hier tun? Ich komme an den scheiß Dreizack nicht ran. Und irgendwann ein Tüller. Oh, da ist eine Brücke. Ja. Wir haben den legendären Dreizack erhalten. Was so eine Zusatzwaffe ist. Sehe ich gerade, wir können das Himmelszeichen trotzdem noch tragen. So, Waffe für einen einzigartigen Zweck. Jo. Ich kriege jetzt einfach Aaron, weil Dreizack, er ist Kapitän, das passt schon irgendwie zusammen. Er ist Seeherr, Entschuldigung. Gut. Ja, diesen Dreizack brauchen wir. Und es hat lange gedauert, ihn zu erhalten. Wir haben jetzt immerhin schon echt eine ganze Weile nach den einzelnen Teilen gesucht. Und jetzt möchte ich mich hier noch mal ein kleines bisschen umschauen. Ob es noch irgendwas zu holen gibt. Oder zumindest irgendwelche interessanten Dialoge oder so. Hier zum Beispiel. Ach ja, da ist Chaoja. Was ist nur mit Briggs los? Er hat sich doch so gesund und munter gefühlt. Er hat weder Fieber noch Husten, aber er sagt, er ist zu schwach, um aufzustehen. Hi. Ba-ba-ba-bu-bu. Okay. Sobald ich von meiner Erkältung kuriert bin, werde ich noch mehr Juwelen finden. Dann kann ich Matra und Daila entschädigen. Ah, Daila war also auch.
bin mir sicher, dass es in dieser Höhle noch viel mehr Juwelen zu finden gibt. Hätte ich doch noch ein paar mehr geschnappt, bevor uns diese Falle den Weg blockiert hat. Mhm. Ich weiß genau, welche Höhle er meint. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher. Und diese Höhle werde ich noch aufsuchen, um sie zu plündern. Nicht der Juwelen wegen, sondern wegen allem anderen, was es da gibt. Ist hier der Ausgang? Ah ja, okay. Hier muss ich lang. Hey du. Warum musstet ihr Obaba verraten, dass wir Piraten waren? Ich wette, sie hat sich furchtbar darüber aufgeregt. Stimmt, Obaba hieß die Gute. Die alte Frau, die jetzt den Dreizack wieder repariert hat. Okay, hier ist nichts. Und was haben wir hier Schönes? Ach du. Als Max die Segel setzte, dachten wir, wir würden ihn nie wiedersehen. Jetzt ist er plötzlich wieder da und hat noch dazu genug Lebensmittel, um unsere Stadt für alle Zeiten zu versorgen. Ja, das ist schon nicht schlecht, ne? Ach ja. So, hier gibt es glaube ich auch nichts mehr zu sehen, deswegen, obwohl, warte, hier waren wir noch nicht drin. Hm, hier ist auch nichts. So, dann können wir ja... Ah, schön. Heilen, ja, heilen, doch, heilen. Definitiv heilen. So, dann können wir beim nächsten Mal den Dreizack praktisch dafür einsetzen, wofür er da ist. Denn wir wollen endlich nach Lemuria. Und ja, um nach Lemuria zu kommen, braucht man diesen Dreizack. Und ja, hat echt ewig gedauert, praktisch bis hierhin zu kommen. Aber jetzt sind wir soweit. Wir können nach Lemuria. Ich weiß, das ist ganz schön viel auf der Welt gerade los. Ja, und wie man sich schon denken konnte, Lemuria liegt in der Mitte dieses Nebels hier. Aber um dahin zu kommen, braucht man zwei Dinge. Zum einen ein paar Informationen, die wir uns bereits geholt haben. Das werden wir sehen, sobald wir da sind. Und zum anderen braucht man den Dreizack, denn ansonsten kommt man da nicht, nicht sehr weit. So, also, nächste Mal endlich auf nach Lemuria. Das, da wollen wir hin seit... Zumindest seit wir Aaron im Team haben. Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon erwähnt wurde. Auf jeden Fall ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.